ich verstehe nicht, dass das. Also sowas darf nicht passieren, was da heute wieder abgegangen ist. Damit tust du dir einfach zu einer wichtigen Phase, zu der wichtigsten Phase des Jahres auf WrestleMania gesehen, hast du jetzt einfach wieder so viele Leute einfach vorm Kopf gestoßen. Ich verstehe es nicht. Du hast ganz oft gesagt jetzt, dass du sprachlos warst und da würde ich auf jeden Fall mitgehen, weil mir ging es ganz genauso, als dieses Cover durchgegangen ist. Ich habe mir schon gedacht, so beim Jackhammer, okay, dieser ganze Matchverlauf, die Art und Weise, wie die das präsentieren, irgendwie habe ich dann ein mulmiges Gefühl. Und dann ging dieser Jackhammer durch und irgendwie habe ich mich schon zurückgelehnt, habe tief durchgeatmet. Das war kein Jackhammer. Was okay. Du lieber Jackhammer nennen, das war doch kein Jackhammer, ja, bitte. Wie nennst du es denn? Ja, verunglückter Buddy Slam, keine Ahnung. Buddy Slam ist doch ganz anders. Ja, aber ja, ist richtig, ja, aber das war kein Jackhammer, das war ein... Dann nennen wir es ein Suplex. Er hat ihn noch niemals einen halben Meter vom Boden hochbekommen. Gestolperter Suplex. Also ich will mich auch nicht über diesen Jackhammer jetzt lustig machen oder aufregen. Es war nicht der einzige Finish-Move, den wir am heutigen Abend gesehen haben, der verbotscht war. Von irgendwelchen alten Leuten. Aber da kommen wir später noch zu. Haben wir schon gedacht, dass das dann durchgeht. Und dann habe ich einfach nur den Kopf geschüttelt. Und ich bin ja niemand, der so komplett ausrastet, was WWE angeht. Oder also zumindest nicht im negativen Sinne. Ich rage dann hier nicht rum und mache irgendwas kaputt, wie Leute, die in FIFA verlieren oder so, die ihren Controller dann an die Wand schmeißen. So bin ich da überhaupt nicht drauf. Sondern ich, genau, eigentlich so, wie du es beschrieben hast, ich denke mir dann einfach nur, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Also dieser ganze Fiend-Aufbau, der da im Hintergrund jetzt war, alles, was man da gebracht hat, ist ja damit im Großen und Ganzen, es ist nicht, also es ist, eigentlich ist es hinfällig. Man hat es halt jetzt nicht so erzählt, wie wir es erzählt haben, deswegen ist es wahrscheinlich noch ein bisschen enttäuschender, weil wir eben davon ausgegangen sind, man erzählt es bis WrestleMania, greift dann diese Schwäche von Bray Wyatt auf, von The Fiend, die man ja auch Storyline-mäßig aufgebaut hat. Nur das ist halt alles hinfällig. Also alles, was man in der Storyline gemacht hat, auch mit dieser Schwäche und so, das ist halt überhaupt nicht mehr erzählt worden. Warum? Weil Goldberg der große Typ für WrestleMania ist, der dann in großes Match bei WrestleMania gestellt wird. Der ist der Universal Champion, er ist der, der den Titel hält, der für die großen Matches und diesen Status hat The Fiend, hat Bray Wyatt in den Augen von WWE eben noch nicht erreicht. Das ist hier ein ganz klares Statement auch, was WWE da sendet. Und das ist erstmal heftig. Das ist auch einfach eine Kurzschlussreaktion, die man hier gezogen hat, oder? Absolut, ja, absolut. Im WrestleMania-Aufbau, wir sind auf der Suche nach Stars. Wir sehen, dass Goldberg nochmal ein Match machen will. Und dann pushen wir ihn da einfach hoch. Die Sache ist jetzt aber, und darauf möchte ich dich auch noch ansprechen, das waren 5 Moves und der Jackhammer sah nicht wie ein Jackhammer aus. Das heißt, du pushst einen Star danach ganz oben, der also Goldberg ist natürlich ein Star, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, aber er ist halt, was das Wrestlerische angeht, einfach nicht mehr ringtauglich. Ist das falsche Wort wahrscheinlich, aber es geht schon in die Richtung, dass man mit ihm kein normales Match mehr einfach booken kann. Und das war hier auch ganz klar so ausgelegt, dass es kein normales Match war, sondern es war kurz, es waren wenige Moves, so viele, wie man halt noch irgendwie vereinbaren konnte, um Bray Wyatt stark auszusetzen. Du darfst ihn halt niemals gegen Bray Wyatt stellen, gegen den du auch kein normales Match booken kannst. Ich meine, du kannst ja quasi nur für Goldberg irgendwelche Squashes booken und dann darfst du halt einen Bray Wyatt niemals als Gegner nehmen, der sich gerade in diesem Aufbau oder Gefilden befindet, wo er sich befunden hat. Das ist doch total bescheuert. Und dann kommt man natürlich in so eine Situation, wie man sich heute gebracht hat. Weil Goldberg nicht in der Lage ist, jetzt hier ein kompetitives Match hinzulegen, wo am Ende sich trotzdem durchsetzt, halt sowas halt so, aber Bray Wyatt und The Fiend bei weitem nicht so schwach aussieht, wie er jetzt aussieht. Eine Kurzschlussreaktion. Kann man sagen, dass The Fiend schwach aussieht? Ich meine, das ist ja auch irgendwie diese ganzen Verhältnisse, die sich in den letzten 2-3 Monate aufgetan haben, die haben sich halt komplett jetzt verrutscht, halt so. Das ist halt dieses Problem, was ich auch einfach habe, wo ich mir auch einfach sage, warum soll ich denn das verfolgen? Das wäre halt so, als ob auf einmal irgendwie, weil es nicht in Teil 7 von Star Wars auf einmal Darth Vader zurückgekommen wäre und hätte irgendwie ein Kinderkurheim aufgemacht. Und hätte ja Kinder großgezogen und die gepflegt. Was soll das? In diesen Verhältnissen dürfen wir halt nicht denken, weil das würde ja irgendwie auch bedeuten, dass wir auf die letzten Wochen und Monate schauen. Und ich finde schon, also das möchte ich jetzt auch mal sagen, ich finde schon, dass die letzten Wochen und Monate bei WWE anders waren als jetzt im Vergleich zum letzten Jahr.
Also ich finde schon, dass sich da auch strukturell, vor allem bei Raw, was getan hat. Ja, SmackDown, da können wir drüber streiten, aber Raw, da ist ja schon was passiert. Da ist nicht jede Show toll oder so, aber es ist strukturell und auch in der Art und Weise des Bookings einfach was passiert. Das würde ich jetzt Paul Heyman zuschreiben, weil der der einzige Einflussfaktor ist, der wirklich erkennbar ist da auch. Wenn man aber gar nicht so viel Einfluss haben soll, wie man so sagt, ne? Ja gut, also er steht natürlich unter Vince McMahon und er übertrifft nicht die Entscheidungsfähigkeit von Vince McMahon, aber so was die Booking-Struktur-Änderung angeht, finde ich schon, ist da klar seine Handschrift zu erkennen. Und SmackDown? Und SmackDown, ganz genau, da fehlt die nämlich und deswegen sehen wir das, was wir sehen. Aber im Endeffekt, was ich sagen möchte, Langfristigkeit, die wir bei Raw eher sehen als bei SmackDown, die sehen wir halt bei so einer Kurzschlussreaktion, allgemein bei so schnell getroffenen Entscheidungen, wie hier eben für Super Showdown und dem plötzlichen Titelgewinn von Goldberg. Diese Konsequenz, die gibt es da natürlich gar nicht. Deswegen darfst du eigentlich nur nach vorne schauen, nie in den Rückspiegel gucken bei sowas und einfach nur blind da weiterfahren, wenn wir in dieser Metapher bleiben wollen und irgendwie der WWE folgen, um das noch irgendwie zu ertragen. Aber wenn du da einmal die Verhältnisse anschaust, wenn du einmal auf die vergangenen Darstellungen guckst, das funktioniert halt nicht. Das ist auch nicht erkennbar irgendwie eine Geschichte dahinter, worauf wir so gehofft haben, auch beim Fiend, dass man da was erzählt. Es ist ganz, ganz schrecklich, unlogisch, respektlos, würde ich auch sagen, gegenüber Fans, die sowas erwarten. Das darf man dann halt einfach nicht erwarten. Nur dann ist halt wirklich die Frage, kann man das auch respektlos gegen die alten Gegner von The Fiend. Du musst mal überlegen, wie jetzt so ein Rollins und so ein Bryan und sowas aussehen. Was ist das alles für Deppen? Hätten sie doch einfach mal irgendwie so einen Botch-Move gemacht. Hätten sie auch gewonnen. Bei einem Goldberg, der solche Manöver wie den Jackhammer auch nicht mehr wirklich auf die Art und Weise durchkriegt, wie er sie gern durchkriegen würde, und der generell eben körperlich nicht mehr auf der Höhe ist, wie er es gerne wäre. Das ist super nett gesagt von dir. Das ist wirklich super lieb von dir. Ja, ich versuch's respektvoll auszudrücken, ja.